Geld ist alles im Leben, aber naja, Leute, ganz ehrlich. Ich finde die wenigen oder generell meine Meinung zu Sachen finde ich einfach okay. Ja. Oder guck dir Excel an. Meine Meinung kann ich auch gleich mal zu Excel sagen. Das ist auch einer der wenigen, der übelst Stress wieder hat und der auch so. Er ist zwar ein Dickerschen. Achso, jetzt wollte ich die Ohren abknallen. Er ist zwar etwas dick, aber es ist ja nicht so schlimm. Weil er doch einfach auch ein normaler Typ ist. Und er ist einfach auch geil, ja. Er ist einfach ein cooler Typ und macht halt sein Ding. Und das finde ich einfach spitzenmäßig, ja. Hallo? Komm ich nicht weiter. Und das finde ich halt extrem selten und das finde ich auch extrem traurig, dass es wenige noch gibt, die so. Weil ich wieder auch mit Excel ist das Problem. Also meine Meinung ist, Excel hat ja immer den Stress mit anderen Leuten, die halt das Auto kaputt gemacht haben. Dann die Wohnung irgendwie, die Adresse das Problem ist. Dann hat er natürlich Nachbarn, die halt übrigens geil sind. Gut, ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ist auch am Ende egal, ob das stimmt oder nicht. Am Ende ist doch wichtig, dass er denn seine Meinung vertritt und er hat auch eine persönliche Meinung. Ich glaube, jeder Mensch hat in YouTube eine persönliche Meinung, gibt die noch nicht preis, weil er denn seinen Verträgen oder seine Werbepartner, die er hat, nicht verärgern will. Und ich glaube, Excel ist auch so einer der wenigen, die ich auch extrem feiere. Das ist so eine Art Panzerfurt 2, hat er sich aber abgelöst, wurde er von Kilian, also Panzerfurt, unterstützt. Warum auch immer, weiß ich nicht, die Nöten sind egal, die muss ich das selber wissen und ich finde es halt toll, lieber Po. Und aber dass es dann Leute gibt, die dann was Böses von ihm wollen. Und das finde ich persönlich halt extrem traurig, ja. Ich finde es extrem bitter, dass es denn Leute gibt, die dann wirklich das Böseste wollen von dem Typen. Dass auch wirklich jeden letzten Tropfen oder jede letzte Lebensquetsche oder letztes Geld, was er bezahlen muss. Weil alles, was man macht, oder wenn Leute auf Reifen aufschlitzen von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie Langeweile haben, ist es einfach scheiße, weißt du? Der tut keinen Bösen was, tut niemandem böse was, der macht einfach nur seinen Stream, macht sein YouTube-Bisschen und ist damit relativ erfolgreich und verdient da seine paar tausend Euro im Monat. So. Aber ich glaube, jeder YouTuber, oder wenn er die Möglichkeit hat, ja, ist halt so. Ja. Und das finde ich halt gut, dass Excel halt auch das öffentlich machen und sagen, pass auf, das ist scheiße von denen, die das Aufload auch reingeschnitten haben oder die Wohnung irgendwie ist oder die Adresse von der Freundin oder Pipapo oder mit der Nummer, das Theater und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die ich finde, die müssen nicht sein. Ja. Das Geld, was er da investiert, das ist sogar richtig viel Kohle. Mehrere tausend Euro, ich weiß, was Autoreparatur kosten, also es ist richtig viel Kohle, was da über den Tisch geht. Und dann finde ich halt auf der einen Seite so übelst krass, ja, wenn dann einige Leute dann einfach das zu stören, wo sie einfach nur, oder manche wollten sogar in das Auto einbrechen, dann ist für mich eigentlich die übelste Grenze erreicht. Also ich würde dann, wenn ich jetzt so viel Abonnenten hätte, würde ich das alles, also ich würde mich nicht verarrangieren, ich würde mich einfach schützen und mein Auto nicht irgendwo hinstellen, sondern nur auf Privatparkplätzen, in irgendwelchen Tiefgarage, wo nur bestimmte Leute reinkommen und ja, oder eine Privatgarage anmieten, so gibt es ja genügend hier in unserem lieben Deutschland, pipapo. Irgendwie sowas würde ich dann tun, aber wo ist denn jetzt die andere Treppe? Ach, ich bin ja schon unten. Ja, und das ist halt für mich persönlich halt einer der wenigen Aspekte bei Excel, die mich halt wirklich interessieren. Er interessiert mich echt, der ist echt ein Typ, dem man zuhören kann. Der redet auch nicht immer nur dünnes, manchmal ja, manchmal nicht. Aber ja, ich denke mal, der ist Mensch, der eigentlich auch ziemlich gutmütig ist, ja. Und das sind die Leute, die meistens dann von anderen Menschen übelst provoziert werden und sagen, ja, ich zeig dir jetzt, was ich kann. Zum Beispiel Auto, pipapo, habe ich gerade von uns erzählt. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ja. Das sollte, man sollte, boah, Alter, warte mal, Auszeit, ah, ich krieg dich, mach weg hier, Mensch, jetzt kommt die alle hier runter, boah, was ist denn das für eine Dreckscheiße, ich brauch mal ein Glück, machen wir es halt so, boah, Alter, krass. Ja, und das ist halt für mich. Nein!
Alter, Dreckvieh. Ja, das ist einer für mich der Aspekte, die halt. Oh, Level 36, wir brauchen 37. Komm, noch ein bisschen was hier. Oh, wir haben so viel. Oh, was soll denn die Kacke? Ich muss den ganzen Scheiß hier mal loswerden. Pfeile habe ich auch schon in der Masse. Kies. Und das sind halt für mich vieles, viele Sachen, die so nicht sein dürfen. Die einfach. Das ist ja nach draußen. Das sieht immer aus, als wäre es hinten so grün. Weißt du, wie ich es meine? Guck mal, da oben geht es wohl noch weiter, oder was? Egal. Hallo. Ciao. Geil, da oben geht es weiter. Das will ich immer oben erkunden. Geil. Habe ich noch irgendwelche Steine dabei? Ja, hier, warte mal. Warte mal, geht das irgendwie hier hochzubauen? Aber, wenn ich oben bin, kriegt's. So. So, du. Wo ist der? Wenn ich oben bin, ist es zu spät, Kollege. Machen wir das jetzt hier so. Pass mal auf, ich werde es jetzt. Boah! So, ein bisschen Geschichte, Alter. Ich wollte ja eigentlich irgendwie was verbinden. So. Ja, ist egal. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, das ist nix. Hier oben geht's noch weiter. Warte mal, hier noch Kohle. Da! Boah, was denn das jetzt hier? Warte mal, müssen wir mal. Ordentliche Treppe bauen. Oh, ich bin ja fast tot, Alter. Sehe ich gerade, Alter. Was ist denn hier los? Ja, und das sind, also zurück zum Thema zu kommen, das sind halt, bei Excel ist es halt so, dass er immer vor die Schnauze bekommt und das ohne dass er das nicht will oder dass er nicht das möchte, tun Leute ihn einfach, ja, ihn einfach einfach was wollen über den Leute einfach was Böses und das finde ich halt einfach persönlich muss ich so echt sagen wie es ist einfach nur richtig scheiße, weißt du? Und das ist halt, das kann einfach nicht sein, dass es Leute gibt, ja, die nur was Böses wollen einen Menschen, ja. Aber es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die neidisch sind oder die ihn nicht mögen oder so. Oder keine Ahnung, was sie denen wollen. Aber auf jeden Fall finde ich das so nicht einfach in Ordnung. Und das ist einfach, was ich echt traurig finde, ja. Die sind aber keine Monster, weil wo sind denn die alle? Hallo? Haben wir Angst bekommen? Boah. Wir machen mal hier so, geht's da so lang. Hallo? Hier sind keine Monster. Hä? Was ist denn hier los? Hab ich keinen Bock oder was? Anscheinend sind die. Guck mal, hier waren wir doch schon, oder? Hier ist immer einer. Vor keiner hier oder was? Ja, alles weg, alles weg. Oh, ist hier das Ende, oh Gott. So, es werden wieder einiges Leute gleich sagen. Oh, das ist da. Upp. Das sind Rohstoffe. Und das zu Recht. Und das zu Recht. Und das ist auch schön, dass die Musik jetzt kommt. Das gefällt mir gut. So, hier waren wir schon definitiv. So. Hallo. Mach jetzt mal hier. Und das finde ich halt. Meh.